Guten Morgen, es ist Mittwoch, ich stehe jetzt hier in Helmstedt, habe hier Pause gemacht, bin ja gestern noch so mit Ach und Krach und einer kleinen Lenkzeitüberziehung hierher gekommen. Ihr habt ja gesehen, was gestern los war auf den Parkplätzen, das war ja wieder Krieg, einfach nur Krieg. Ja, und jetzt mache ich hier gleich los. Mache jetzt hier Abfahrtskontrolle und dann stürze ich mich ins Getümmel auf die Autobahn. Fahre nach Emden, lad ab, lad Leergut und versuche wieder bis hierher zu kommen. So, dann wollen wir mal. Hier steht der Lang-LKW von der Bremen-Linie. Wechseln hier. Der eine Fahrer ist heim, der andere kommt gleich und fährt dann entweder nach Bremen oder nach Schmölln. So, nun mal gucken, wie ich heute mit meiner Lenkzeit klarkomme. Aber heute müsste es eigentlich klappen. Dürfte eigentlich nichts schief gehen heute. Ja, ich fahre jetzt erstmal nach Bremen. Gebe die Paletten ab, weil runterzu wird es zu spät. Die sind dort bloß bis 14 oder 15 Uhr da. Und dann gebe ich dort die Paletten ab. Und dann mache ich noch mal irgendwo noch eine Dreiviertelstunde Pause und dann fahre ich nach Emden hoch. Wie soll es auch anders sein auf der A2? Staugemelde zwischen Peine und Hannover Ost. Zeitverzögerung ca. 2 Stunden. Da stelle ich mich jetzt nicht mit an, da fahre ich jetzt außen rum. Ich muss ja sowieso noch eine Pause machen hoch zu, weil ich ja in die Spedition noch muss die Paletten abgeben. Also fahre ich jetzt hier Braunschweig-Watenbüttel auf die B214. Richtung Celle und dann biege ich da ab. Ich glaube, das ist die B188 oder so. Richtung A7 vor Großburg-Wedel. Und dann bin ich auch ganz gut durch. Gut, brauche ich wieder mehr Zeit, aber naja, besser als 2 Stunden anstehen irgendwo. Das muss nicht sein. Braucht kein Mensch. Ha, da ist ein Hund mit einem Skater dran. Da führt ein Hund seinen Skater aus. Ja, cool. So, und hier muss ich gleich wieder links. Und dann bin ich nämlich schon auf der Autobahn. Und habe vielleicht eine Viertelstunde verloren. 20 Minuten, wenn es viel ist. Und keine 2 Stunden wie auf der A2 vorne am Kreuz Hannover. Schön, der nächste Stau. Ach Leute, ich freue mich immer wieder. Ja, wenn ich dann vom GVZ nach Emden fahre, dann fahre ich ja gleich die B75 vor. Da fahre ich ja nicht erst auf der 1 hier. Ah.
Ach ja. Ach, hier geht's wieder mal wunderbar, seht ihr ja. Frei nach dem Motto, jeder lässt keinen rein. Nicht, dass du denkst, dass der LKW hinter mir mal ein bisschen bremst. Nee, nee. Falsch gedacht. Irgendwie haben die alle ihre Fahrerlaubnis auf dem Rummel gewonnen. An der Losbude. Ich werde mal den Oliver fragen, ob es bei ihm Fahrerlaubnissen zu gewinnen gibt an seiner Losbude. Die ist ja bloß 100, 150 oder 200 Meter lang. Hier geht es ja gleich wieder rüber. Also 150 Meter lang sein, die Baustelle. Hier ist sie doch schon zu Ende. Und da geht's doch schon wieder zügig. So, haben wir es gleich geschafft. Sind wir gleich da, um die Paletten abzugeben. Nur noch ein paar Minuten. Und dann geht's auf im Sauseschritt nach Emden. Naja, bin ich dann in der Spätschicht da. Mal sehen, wer Spätschicht hat. Ich hoffe doch, der Dennis, da geht es dann immer ruggizuggis auf- und abladen. So, hier vorne kommt es doch gleich. Da, wo die roten Container stehen, muss ich rein. Mal gucken, wie viel Betrieb ist. Ach, sieht ganz gut aus. Gleich ordentlich einparken, weil ich einen Hänger abhängen muss. So, Paletten habe ich abgegeben. Jetzt geht's auf nach Emden. Abladen, Leergut laden und dann gucken, wie weit ich noch runterkomme. Sicht. Das war jetzt wieder eine Aktion. Ich kam dorthin, dann hatten die natürlich dort Mittag. War klar, in der Zwischenzeit habe ich abgehängt, Türen aufgemacht, dann konnte ich gleich ranfahren, das hat dann 3 Minuten gedauert, waren die Paletten runter, Schein unterschrieben, weggefahren von der Rampe, Türen zugemacht, angehängt und jetzt bin ich doch schon fast auf der A28 wieder. Jetzt habe ich noch 4 Stunden zum Zurückfahren. Dann mache ich dann hier noch ein Abladen, eine Dreiviertelstunde Pause. Und dann fahre ich noch meine 4 Stunden. So, ich haue euch erst einmal raus, ne? So,
bin ich jetzt hier fertig. Hab abgeladen, hab Leergut geladen. Und jetzt geht's Richtung Elsnitz. Ach, 4 Stunden kann ich jetzt noch fahren. Mal gucken, wie weit ich da komme. Schöne Geschosse, die Autotransporter. Kurze Maschine, langer Hänger. Mein lieber Mann. So, da die A1 ja wieder mal verstopft ist von Dreieckstur bis Bremer Kreuz, 12 Kilometer Stau, fast eine Stunde Zeitverzug, fahren wir doch mal wieder hier durch Bremen und fahren dann erst hier vorne auf der A1, da reicht's, der Stau. Bin ich hier auf der B75 und über die Stadtautobahn, wie immer. Das kennt ihr ja mittlerweile, das Spielchen. Und jetzt fahren wir hier durch Bremen auf dem Autobahnzubringer. Und dann vorne auf die A1. So, naja. Dann kann ich jetzt noch 2 Stunden fahren. Liege ich eigentlich gut in der Zeit. Das ist eigentlich normal, von Emden bis hierher um und bei 2 Stunden. Kann ich jetzt noch 2 Stunden fahren, da komme ich ja irgendwo auf der A7 zum Stehen. Über der A2 fahre ich nicht. Bis Helmstedt komme ich jetzt sowieso nochmal in 2 Stunden. Und die anderen Parkplätze, da brauchst du gar nicht anfahren um die Zeit. Habt ihr ja gestern gesehen, was da los war. Braucht man sich eigentlich gar keine Mühe geben, also fahre ich da A7 runter, da habe ich mehr Parkplätze und vielleicht mehr Chancen, den Plätzl zu finden. So, und dann gucken wir mal, was auf der 2 los ist. Es rollt doch. Doch, es rollt doch. Was will ich denn mehr? Scheint wohl weiter hinten ein Unfall gewesen zu sein. Da kommt gar nichts von hinten. Wenn hinten in der Baustelle ein Unfall war, dann ist natürlich hier tote Hose. Das ist klar. Ist ja fast nichts los hier. Das ist ja ungewöhnlich. Und ich habe jetzt hier mich noch rangequetscht, zum Glück noch hingekriegt irgendwie. Und jetzt mache ich hier Pause 9 Stunden, morgen früh um 6:30 geht's weiter, geht ab die Post nach Elsnitz. Ich muss ja schauen, dass ich so weit wie möglich komme, mir fehlt ja dann morgen jede Stunde Lenkzeit. Und hier kommen immer noch mehr angekurvt und wollen hier parken. Also habe ich ja richtig Glück gehabt jetzt hier. Ja, also wie gesagt, morgen früh um 7 Richtung Elsnitz abladen, dann nach Saalburg laden für Ingolstadt und dann nach Ingolstadt und dann gucken wir erstmal, wie es geht. Da mache ich jetzt erstmal noch keine Prognose. Morgen ist Donnerstag, noch alles offen. Also dann, meine Lieben, stau- und knitterfreie Fahrt. Und haltet schön eure Stoßstangen sauber. Tschüss, bis morgen.